So, jetzt alle mal rein da. Dann versuchen wir zu schlafen und dann gucken, ob die Türen zugehen oder nicht. Wenn sie zugehen, können wir einfach den Schalter raussuchen, um sie wieder aufzumachen. Und dann schlafen wir nochmal zum Testen, ob sie wieder zugeht oder nicht. So. Ausruhen. Soweit, so gut. Die Tür ist zu. Du warst es nicht. Nö. Was mit dir? Nö. Und du? Nö. Du? Nö. Du? Ach ja. Es sind ein paar zu viele Schalter. Dich haben wir noch nicht. Bleibt nur noch du. Und du. Und der letzte Schalter. Okay, der letzte war es natürlich. Dann schlafen wir jetzt nochmal. Na, ah, oder auch nicht. Alle rauf da. Wo bist du? Ah, oh, da hat sie ihn unsichtbar gemacht. Da haben wir doch was gegen. Da bist du. Naja, damit hast du es nicht gerechnet, hm? Alle raufknüppeln. Da komm schon still, ob ich will testen, ob das jetzt klappt oder nicht. Dumm, die dumm. Ja. Original. Ah. Dass man ihn irgendwie jedes Mal neu anvisieren muss, wenn er seine Form wechselt, ist nervig. So. Okay, alle wieder rein. Und schlafen. Ja, Tür wieder zu. Dann ist das echt ein Weg. Also wenn wir jetzt rausgehen sollten, kommen wir nicht wieder rein. Egal was wir machen. Das heißt, wir müssen wieder runter. Also weiter runter, meine ich. Hoffen wir mal, dass es da unten irgendwo noch einen Ausgang gibt. Weil ich habe jetzt keine Lust, den Speicherstand zu laden, bevor wir den Turm betreten haben. Das wäre doch ein bisschen viel. Das wäre kein tolles Weihnachtsgeschenk. So. Also hier war nichts mehr. Dann geht's darum, darunter an den ganzen bösen Zwergen vorbei. Und eine Etage tiefer. Was hatten wir hier noch? Ne, das ist irgendwie irritierend. Hier ist ein Raum mit einer Tür. Oh. Hier ist wieder eine Tür angezeigt. Ha. Immerhin. Ne, Girogon läuft mal zurück zum Schalterraum. Der Rest läuft möglichst nicht ihm im Weg. Der Rest läuft jetzt da unten hin und guckt, wenn Girogon die Tür aufmacht oder auch nicht. Ich habe gesagt, er soll zum Schalterraum laufen. So, dahin. Der Rest lässt die Zwerge in Ruhe und guckt, ob da die Tür aufgeht. Am besten guckt immer mal, ob man sie so vielleicht aufmachen kann. Weil vorher habe ich die gar nicht gesehen. Nee. So, dann fangen wir mit dir an. Ne. Na gut, das mache ich kurz im Zeitraffer. Bis gleich. Ja, also keiner von den Schaltern hat was bewirkt. Jedenfalls nicht die Tür da unten. Das heißt, dann ist es wahrscheinlich ein Ausgang für später. Also, dass wir zum Beispiel eine Etage tiefer gehen, da alles soweit leer räumen, da ist dann Ausgang, um hier schnell wieder nach oben zu kommen oder so. Aber es ist natürlich nur eine Mutmaßung. Müssen wir gucken. So oder so, die Tür bleibt uns erstmal verschlossen. Das heißt, wir können nur runter. Hier kommen wir eh nicht wieder raus, ja. Und da so weit raus schon mal gar nicht mehr.
Das heißt, du segnest uns kurz. Du machst Schutz vor Bösen. Du machst deine Spiegelbilder. Und das muss erstmal reichen. Und dann schauen wir runter. Ha? Sagt er dann, schauen wir mal runter? Warum macht ihr nichts? Also eben gerade hat er ganz kurz geladen, aber dann war er wieder plötzlich wieder hier. Der lässt uns nicht runter. Oh, okay, mit dem richtigen Schlüsselstein musste das öffnen. Okay, so, Fallen suchen. Da geht's nämlich runter. Und noch ein Buch. Aber keine Falle. Ja, scheinbar nicht. Was sagst du denn so? Erkennt meinen Wahnsinn. Den haben wir schon erkannt, nachdem wir so weit im Turm unten runtergegangen sind. So, jetzt aber runter. Jetzt, wo alle Buffs ausgelaufen sind. Und nur eine... Hä? Nur eine Tür wollte ich gerade sagen. Ist schon mal gut, aber war ein Feuerball. Im Moment, guck mal nach. Da kommt immer wieder ein Feuerball. Ja, daran sind die wohl gestorben, die Leutchen hier. Na gut, Gerugan, du bist schön schnell. Flitz einmal rein, guck, was da so ist und flitz wieder raus. So. Da ist ein Gang ohne Tür. Da ist ein Gang mit Tür. Und da ist noch eine Tür. Ja, gut, dann flitzt er jetzt mal da hinten. Und zwar jetzt. So weit, so gut, auch wenn die Wand hier komisch aussieht. Und du machst mal eine Eile auf den Rest. Und dann gehen wir in Zweier- oder Dreiergrüppchen darüber, damit wir uns nicht gegenseitig im Weg stehen. Und jetzt. Okay. Und ihr noch. Geht schon mal dahin und wartet noch einmal ab. Wusch. Und los. Schnell, 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 schnell. Na also. So, was haben wir jetzt hier? Ein Garten. Immerhin. Sag uns mal, ob da Fallen sind. Auch wenn im Garten ein bisschen schwieriger ist, Fallen aufzustellen, oder? Ich meine, der Boden ist locker und so. Das wäre doch mal schön. Ein Teil des Dungeons, der einfach keine Fallen hat. Fallen hat. Dafür Ghule. Und damit könnte ich leben. Ich habe lieber ein paar Gegner mehr und dafür ein paar weniger Fallen. Oder verbackte Türen. Oder teleportierende Feuerbälle schmeißende Todesritter oder sowas in der Richtung. So, aber immer noch keine Falle. Ich höre aber noch was schmatzen im Hintergrund. So ein Ghoul oder dergleichen. Ja. Zurück und alle auf den Ghoul. Ja, bisher gefällt mir die Ebene wesentlich besser. Also dieser Feuerballraum hat zwar was, aber wirklich gefährlich, wenn man richtig timed, ist er nicht. So, keine Falle. Ah, sie sucht immer noch nicht. Jetzt such mal richtig. Den Ring nehmen wir mal mit. Was haben wir hier? Ein schwarzes Ei. Schön. Nö, keine Fallen. Was ist hier unten? Wahrscheinlich wird es nur einen Weg lang geben. Huh? Das sieht so labyrinthartig aus. Aber hier sind überall keine Fallen. Na gut, einfach mal hinterher. Wir lassen sie zwar immer noch Fallen suchen, aber ich mache ein bisschen größere Sprünge mit ihr. Damit es ein Tickchen schneller geht. So, hinterher. Und vor. Und laufen, 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 laufen. Ich habe keine Lust, dass immer von einem Ghoul erwischt wird und dann festgehalten wird. Weil das können die ja auch, wie alle anderen Ghoul auch. Festhalten und Krankheiten verteilen. So,
Alle da eine Reihe. Immer einen Fall suchen. Da lang. Na, schon wieder einer. Doch war alles schön übersichtlich. Nicht allzu viele Türen. Da kommen wir. Ja, der ganze Bereich ist auch nicht besonders groß, kommt mir so vor. Nö, nur so ein kleiner Block. Wirklich verirren kann man sich da nicht. Die Monster sind auch okay. Fallen gibt es keine. Das ist aber schon verdächtig. Weil je tiefer wir runter den Turm kommen, desto schwieriger müsste es eigentlich werden. Da ist das angenagelte Skelett. Und da sind Schilder und Schwerter auf dem Boden. Das kann nichts Gutes bedeuten. Und ein Springbrunnen mit irgendwas drin. Ah, eine Falle zum Beispiel. Irgendwo mussten hier welche sein. Und Tränke, Sprüche, eine Axt. Und Klimbim. Oh, soweit so gut. Das bringen wir mal zurück zur Gruppe. Döner hier. Döner hier. Irgendeiner sollte davon schon ein paar verkaufen. Da. Die Axt macht... Balas Axt, der Zauberermörder. Ein W8 Schaden ist schon mal nicht so toll. Irreführung trifft das Opfer bei jedem erfolgreichen Treffer. Und Irreführung macht Zauberschlagen zu 80% fehl. Naja, aber wenn ein Zauberer getroffen wird, dann wird sein Spruch eh meistens unterbrochen. Also so toll ist er dann auch wieder nicht. Geben wir ihm mal Minsk so für den Notfall. Ah ja, genau, die Sprüche. Kannst du da was lernen? Nö. Nö. Oh, den Helm haben wir noch gar nicht identifiziert. Kiels Helm. Schützt vor gefährlichen Schlägen, also kritischen Angriffen, wie alle anderen Helme auch. Und schützt gegen alle Arten von Panik und stärkt den Kampfgeist. Ja, das passt doch mal zu Khaled, ne? Der verfällt hier immer in Panik, sobald seine Lebenspunkte zu niedrig werden. Und den Helm kann dann Minsk haben und den normalen behalten wir für den Fall, dass der Helm hier für irgendeine Quest benötigt wird. So, abspeichern nicht möglich. Was ist das denn? Ah, jetzt geht's. Gut, so. Du gehst weiter nach vorne. Ah, eine Topfblume. Und die nächsten Fallen, wusste ich's doch. Und Schmatz. Und Feuerball. Und Hasstrank und Laufen. Ja. Da war jetzt noch eine Falle, oder? Also eine hat sie gesehen, in die andere ist sie reingetapst. Alle schön zusammenbleiben. Und auf einen Gegner gehen. Versucht er uns gerade in die Falle zu locken? Was bist du denn für ein Ghoul? Das ist viel zu klug. So, such weiter nach der Falle. Nein, nicht oben rumgehen im Moment. Was soll der Schmu? Alle gehen dahin. Im Moment, du gehst... Du gehst dahin und suchst nach Fallen. Und währenddessen wirst du von Jahira geheilt. So. Trank. Trank. Ja, sieht schon besser aus. Und keine Falle mehr beim Blumentopf. Nein. Das war knapp. Okay, langsam sollten wir wieder langsamer werden. Denn die Fallen häufen sich. Wäre auch zu schön gewesen, ne? Oh. Ja, ihr macht wieder riesen Umwege. Und lockt Gula an. Na gut, dann können sie uns wenigstens nicht in den Rücken fallen. So, stirb, 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 stirb. Ein,
Ashiruku? Was ist ein Ashiruku? Oh, alle rauf da. Du machst mal magische Geschosse. Oh, der ist unsichtbar. Shahira, unsichtbares Entdecken. Und ihr dürft ruhig wieder angreifen. Oh, 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 oh. Ihr wohnt weg da. Macht ihr unsichtbar. Okay, greift Khalid an. Du gehst mal schön nach hinten und benutzt deinen Bogen. Warum greifst du? Achso, du bist festgehalten. Dreifacher Schaden durch hinterhältigen Angriff. Aua. So, ihr Spruch scheint durch zu sein. Das heißt, er dürfte sich jetzt eigentlich nicht mehr unsichtbar. Ah. Mach mal Unverwundbarkeit und du heilst ihn nochmal und du heilst ihn auch. Und ihr dürft ruhig weiter angreifen. Boah, dass er sich immer wieder unsichtbar macht und dann gleich wieder hinterhältigen Angriff. Das ist so übel schadensmäßig. Und ihr Spruch hat gar nichts gebracht. Ah, na gut. Heilung. Du machst mal... Was machst du mal? Ja, Magie brechen. Dann geht die Krankheit, das Festhalten von ihm weg und hoffentlich auch die Unsichtbarkeit von dem, was auch immer das da ist. Du trinkst dann mal einen Trank. Puh. 2000 Erfahrungspunkte dafür. Der war wesentlich unangenehmer als so ein Doppelgänger. Heilung auf Immun, Heilung auf Khalid. Na gut, ich heile die Jungs mal ein bisschen hoch, schlaf dann ein, zwei Mal und melde mich dann wieder. Bis gleich.